Geil, ich hab ein Outfit. Genau wie diese komische Fallen auf dem Boden. Was ist das, ein Navi? Ich kann auf meinem Mounties reiten, aber ich kann damit nicht sprinten. Dann bin ich ja zu Fuß schneller. Was ich nicht verstehe, was viele Games haben, ist, warum gibt es immer eine Animation und sowas für Mount Beschwinden oder irgendwie eine Cast-Sekunde. Finde ich mega nervig. Finde ich instant viel geiler, wenn das auf Knopfdruck passiert. Kann ich verstehen, wenn es ein PvP-Gebiet ist oder sowas, kann ich das nachvollziehen komplett. Dass er da direkt abhaut, Sneaker, ne? Ja gut, aber was hat Terran? Das hat nie Probleme gemacht, fand ich. Was muss ich hier machen? Was? Achso. Jetzt bin ich Level 7. Ich bin gerade in meinem Trainingslager-Camp oder so. Wo ich die ganze Zeit hin und her laufen muss. Ah, stimmt. Es gibt ein Beta-Event, Benny, ne? Was denn? Einmal so ein Anti-Corona-Ding. Wo du dann einen festen Game Panda bekommst. Mit Maske. Ja. Und es gibt 20% Terra-Taler-Event. Wo kriegst du das denn her? Irgend so komische Brunnen gibt es, wo du die Hände waschen kannst. Die musst du, glaube ich, dreimal oder so machen. Wo gibt es denn die Brunnen, wo die. Explodiert gleich, glaube ich, weil das weiß ich mal hinterher geportet wird hier mit dem einen Ding. Warum machst du das denn auch? Ich versuche einfach nur von dieser Treppe runterzugehen. Ich hab jetzt gerade mal ziemlich an den Unterteil gegangen. Alter, ist das ein rumgeportet, das ist crazy. Crazy nice. Ice Area? Nee, ich bin irgendwo. Ich bin, wie hieß das? Das ist irgendwo die Stoner Höhle oder so, wenn ich. Die Grube des guten Rausches oder so hieß das Gebiet hier. Natürlich. Wann willst du denn sonst Alkohol trinken, Tina? Wenn nicht beim Spielen. Eine Alkoholikerin oder was? Tina, die sippelt sich da alles ein nach dem anderen weg. Ich bin gerade vorbeigekommen. Test beginnen. Ich beobachte deine Schwertkunst, du weißt bereits. Jetzt weiß ich, warum das so geleckt hat, Junge. Die mussten erstmal dir den Shop wieder richtig reinballern. Guck mal, mach mal den Shop wieder auf, Junge. Jetzt kannst du da alle Mounts drinne. Bei mir nicht. Ich hab den Zirkuspanne und das komische Schwert. Junge, ich kann sogar einen Wal nehmen. Richtig nice Fisch. Und den Punkte-Shop ist das? In dem Crimson Coin Shop, ja? Also der ist noch bei mir komplett empty. Guck mal, Streamer. Warte, muss ich nicht, ich mach's gleich selbst schon. Ich bin hier gerade die ganze Zeit dabei zu failen. Ich muss. Welche Taste muss ich denn da drücken? Y. Ach, Y ist rechts. Ich hab weggemacht, alles beim Crimson Shop. What the fuck? Mach mal schnell, bevor ich wegklicke, jetzt gleich wieder. Aber Benny, ich hab's gerade nicht offen, ich kann nicht. Kann ich nicht, mach ich später. Ja, sie ist jetzt weg da gleich. Ja, ist okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ist okay, bin ich. Hey, das Ding sieht so noch richtig nice aus. Hab ich sowieso jetzt mal, wer weg ist jetzt, kannst du. Hä? Was hab ich gemacht?
Verlassesequenz. Verlassesequenz. Oh man. Ui, du hast einen Lolli gefunden. Ach, da können wir glaube ich doch zusammen leveln. Da musstest du so drei oder zwei Typen in der Seite umboxen, ne? Und dann gab's die Lolli-Tuse da, ne? Stimmt nicht ganz, was ich hier machen muss. Wolkenbrecher bla, großer Fortschritt durch neue Lehre am Berserker Folge. Das hast du alles gemacht, wo du dann ja, so einen kleinen. Wo du so einen kleinen Raum warst und so eine komische Holzpuppe hattest, wo du auf die draufhauen musstest. Triggert mich schon. K. Ach, du kannst auch unter K, dann unter Reittier, da kannst du auch alles Mounts sehen, scheinbar. Einmal so grob, zumindest als ein Bild. Gibt ein paar coole. Ah, da ist der Wal. Ein paar coole. Und ein komischer Glubfisch. So. Was sind das denn hier für Symbole? Ich hasse dieses Ruckeln. Wieso kann ich mich mit dir nicht mehr unterhalten? Ja, ich bin immer noch, glaube ich, alleine. Ich bin noch nicht so weit wie ihr. Seid ja alles voll. Ihr habt die ganze Zeit vorher schon gezockt. Dann müsst ihr warten, also wenn ihr zusammenleveln wollt. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr wirklich zusammenleveln ist momentan noch. Bis man da irgendwelche. Ich habe jetzt meine Schuhe bekommen. Warum muss ich denn den Troll fragen? Ich glaube, ich gemütet hat. Sprich nicht mehr mit mir. Junge, ich hab mal das Pet bekommen, das scheppert richtig, Junge. Da gehen sie die anderen Pets Dogshit. Verteidigungsherausforderung. I'm in the first dungeon. Okay, soweit bin ich noch nicht. Was muss ich machen? Es ruckelt. Also du hast 15 Minuten noch, ne? Danach ist es bei Bye-Server. Das kann man mir noch nicht. Ah doch, tatsächlich. Schaden vermeiden, 0 von 3. Okay, ein bisschen dodgen. Easy Game. Ich bin so gut, das ist unglaublich. Wie ist die. Du bist der allergeile. Wie ich die. Okay, ja, ich dachte schon, ich lag jetzt. Oder was passiert? Alter, was ist das denn hier? Toho oder was? Ich hab Damage kassiert. Ich hab nochmal Damage kassiert. Es ruckelt so dolle. Ey, es bohrt mich in die Bälle rein. You are noob. Alter, nicht gut. Das ist ja Formel, wenn die schon. Wenn sowas. Wenn es sowas auch in Dungeons gibt. Ah, toll. Wie soll man das schaffen? Es leckt zu sehr. Learn to play, habe ich genug. Was? Ich sterbe gleich. Ja, okay, ich hab's irgendwie geschafft, auch wenn ich es nicht wirklich erfüllt habe. 10 Minuten, dann ist es schon wieder. Ich hoffe, dann ruckelt es gleich nicht mehr. In der Stunde wieder down, ne? Aber. Nö. Oh? Nö.
Hast du mich überredet, die machen das auch nicht. Dauert doch keine Stunde, die machen es eh nicht. Die nehmen den Server gleich 15 Minuten runter. Naja, kriegen wir doch nicht. Das ist wieder online. Oh. Mein Pet, das ballert so hart. Alter. Hat der reingekehrt. Die Steine, die hat einfach gar kein Damage gemacht, Junge. Ach so. Und jetzt wartet ihr einfach den Mob einfach instant um, Mann. Wie sieht denn das jetzt, wie du als Steine? Ja, keine Ahnung, das war so Pylonen, die du da hinstellst, die waren einfach, ich will nicht sagen Dogshit, aber die waren schon ziemlich räudig, Mann. Schon Shit, aber kein Dog. Das Ding macht auch eben, das heißt, wenn der mehrere Mobs zusammenstehen. Das nimmt man auch eh. Dann ballert das alle weg, Junge. Alle weg ballert das. Muss ich ausloggen oder wird das alles resettet? Ja, das wäre crazy, hammer nice. Aufgrund eines Fehlers müssen wir alle Charaktere nochmal auf Level 1 setzen. Schade, ciao. Ich find's gut. Ach jo, meine Klasse kann sich auch in den Wolf verwandeln. Mega geil. What the fuck? Ja, wusstest du nicht. Nee, Mann. Ja, ich kann mich. Kennst du Dark Souls? Hast du Dark Souls 1 gespielt? Ne, das hab ich nie gespielt. Da gab es halt auch einen Wolf, der hat ein großes Schwert im Mund und so, und sowas kann ich mich auf wann wandeln. Wann krieg ich den Skill denn? Ich habe jetzt gerade Leute gesehen, die damit rumgelaufen sind. Alter, wie viel? Die beste Level-Taktik, wenn mehrere Leute bei euch sind, für jeden Mob erstmal anhitten. Ja, also ich skippe jetzt auch, also. Questlesen habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon sagen, aber das mache ich, wenn das Game draußen ist. Oder wenn die Server gut laufen in der zweiten Beta, da ich da eh nicht so viel Zeit habe. Was ist das denn jetzt? Da ich da eh nicht so viel Zeit haben werde. Wir hatten schon vor 5 Minuten, 10 Minuten. We will shut down the server in 10 minutes. Forbot an hour to track the technical issue. We apologize for the inconvenience. Nice. Wo ist denn jetzt mein Wolf-Verwandlungsskin? Warum hatten die Leute den gerade eben schon und ich nicht? Ja, jetzt hört auf zu spammen hier. Ich verstehe nicht, warum mein Charakter so komisch, strange in der Open World aussieht. Was mich halt jetzt nur schon nervt, dass die Lolli-Klasse nicht von allen spielbar ist. Ja, das stimmt. Das ist also wow, das ist echt wow. Ja, aber wenn ich jetzt... Ja, wenn die neue Lolli-Klasse, also Lolli-Rasse rauskommt. Weil, wenn ich sage, mir gefällt jetzt die Klasse und ich möchte spielen und dann kann ich nicht als Lolli spielen. Ich frage mich, ob die das aber alles noch auf Deutsch und Englisch translaten, ja, also die Stimmausgabe. Ich bin Level 8. Level 20. Als ob du Level 20 bist. Meinst du? Alter, diese 500.000 Pop-Ups. Level 10 bin ich gerade. Sorti. Beginner Level 10. Ach ja, das ging ja, ja. Beginner warst du, glaube ich, bis 32 oder so. Und dann warst du ein neuer Rank. 36, glaube ich, Student. Ja, und dann kam ein neuer Ranking-System. Und das war erstmal Max Level und das ging dann irgendwann weiter.
Was ich nicht verstehe, um ehrlich zu sein, warum ist in der Beta, warum das nicht ermöglicht, dass du da unendlich Shop-Taler hast? Das ist doch viel smarteres Marketing. Weil die Leute sich Ja, die dann. möchte, dass du jetzt die Punkte auflädst und dann die Dinger schon kaufst. Das war dir. Ja. Aber es ist doch viel smarter, wenn jetzt alle dann sich die ganzen coolen Outfits kauft. Wenn das Game dann rauskommt, dann hat keiner mehr die coolen Outfits und wollen die coolen Outfits wieder haben. Und dann laden sie Geld auf. Das ist doch viel klüger so. Aber du kannst jetzt schon banken, wenn das Spiel dann so scheiße ist, dann haben wir Geld ausgegeben. Ja, aber. Nee, ich glaube, andersrum ist klüger, um ehrlich zu sein. Also ich. Ja, also ich glaube, einen hässlichen Charakter zu machen ist sehr schwer in dem Game. Aber dafür sehen die halt auch recht Ah! ähnlich aus. Glaube ich nicht. Hallo Tina, das kannst du sauber nicht sagen, ne? Ich verstehe nicht, wieso ich in den Crimson Shop gesehen habe und jetzt nicht mehr. Ja, das war einmal. Der hätte zuschlagen müssen. Dann wärst du nämlich der Coolste auf dem Server, wenn du so einen coolen Wal hättest. Das wäre echt crazy gewesen, Junge. Ich hatte den einen Fisch, was ich im Tinder-Ding gesehen hat, Junge. Der war Sheriff. Scherfisch. Das ist einfach. War ein richtiger Mongo-Fisch. Ein kleiner Holzgeist. Was möchtest du denn von mir? Da, 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 da. Ah, was war das denn für ein Teleport? Der ist ja tausend gerade. Hätte man denken können, dass ich gerade einen Backstep gemacht habe. Wenn so das Mining später ist, wäre das geil. Außer, dass die Dinger nicht leuchten sollen. Wie viele Fähigkeiten habe ich schon? Ich habe nur noch drei. Wie, du hast nur drei Fähigkeiten? Keine Ahnung, Mann. Ich habe sieben oder acht. Schwere Klasse. Was mache ich denn hier, Mann? Das soll nicht killen. Ja. Das sieht aber auch unglaublich schön aus, ne? Aber warum auch diese Asia-Games immer solche Combo-Counter und Hits also es haben müssen, hatte Ilion da auch. Finde ich so unnötig. Also ein typisches Ding, ich habe einen kleinen Schwanz und baue irgendwas, um mich aufzugeilen. What the fuck? Bitte dich. Nicht? Das Leben der Wichser hier. Solid oder was? Wackelt das so? Ja, 10 Minuten gehen aber ganz schön lange, oder? Ich glaube gerade aber, Jodo. Wenn die mich nicht rausschmeißen, gehe ich nicht raus. Müssen die warten, bis sie jetzt draußen. Hm.
Dann bleiben wir wohl das ganze Wochenende bei 500 MS, ne? Oh, weiße Tiger. Du wurdest verblutet? Wo ist denn der Troll? Der muss mal heilen. Junge, ich bin so eine, so ein Irrwisch. Ich Was? weiß nicht, Ein wie ich das Lörrich? nennen soll. Irrwisch, du Dödel, Junge. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, geil, ich habe mich alle Quests angenommen. Jetzt kann ich nochmal zurücklaufen, die Monster nochmal umhauen einzeln. Was hat der denn für einen Pay-to-Win-Mount? Ja, Fahne, also es macht jetzt schon mehr Fun mit als Leveln als ein Alien. Aber das ist auch nicht schwer. Das Einzige, was ich mir wünsche, dass es mir ein bisschen besseres Feedback geben würde für Mila-Griffe, wenn du hitzt. Mach mal Irgendwie Screencheck auf 6000 oder sowas. Nee, einfach nur ein geiles Klanggeräusch. Das meine ich. Das ist wie so eine Bratpfanne, so plonk, plonk, plonk. Das wäre nice. Oh, die sagen gerade alle Tschüss, ciao, ciao. Bei mir nicht. Mal Quest abgeben und durchklicken, jetzt zum S-Fan. Bla bla bla. Ist immer noch nicht alles. Hallo Mann. Ich werde hier nicht rausgehen. Den sagt, war nur ein Bait, damit ein paar Leute ausloggen, damit der Ping besser ist. Damit die wieder einloggen können. Ja, die Sache ist aber, Elion, da musst du halt, um PvP machen zu müssen, musst du halt Gear farmen. Das ist das Ding. Du kannst nicht einfach einloggen, kurz hochleveln und dann mit Max-Level halt PvP machen, weil es halt immer eigenes Gear ist. Das ist das Problem. Finde ich zumindest. Jetzt bin ich irgendeine coole Steinstatue hätte. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Nix, abballern noch Channel, nice, 90% HP. Ich bin Level Was 9. von BD? Ich setze solche Vorleveler. BD hoch. 90%? Level 9 schon? Ich bin Level 9, ja. Tina ist Oha, 11. Alter. Ich bin jetzt gerade dieser komische Stein und verhau die Menschen. Mach mal nicht, Junge, arme Mensch. Habt ihr das auch gemacht? Ja. Ich würde, glaube ich, Nice. echt zusammen leveln, wenn ich die nicht so vorleveln würde. Ja, Tina ist Level 11 und du bist auch schon weiter. Haben Wow, wir. Tina! Ich, ho Aufhören, ich hoffe, wir sofort! kriegen jetzt gleich mal einfach einen kurzen DC. Dann level ich weiter. Kriegen wir alle gleich. Ne, ich nicht. Das sind, glaube ich, die längsten 15 Minuten meines Lebens, glaube ich, oder? Nein, Auf weil mir mehr passiert. Turniere als jemals Schaden gemacht, Junge! Nein! Warum hat der Troll es denn gejinxt? Mann! Ich glaube Aber genau schon. nachdem ich den Satz aufgehört habe, war vorbei, Junge. Boah, ich glaub's ja wohl. Toll. Auf jeden Fall. So.